Mein Name ist Jürgen Oetrian. Ich bin technischer Bereichsleiter bei der Firma Strabag im Hochbau und zuständig für den Bereich in der Obersteiermark. Also ein großer Vorteil war sicher, dass das FH-Studium breit aufgestellt ist. Also es bietet einen guten Gesamtüberblick über die Tätigkeiten in der Baubranche und man tut sich dann halt im weiteren Berufsleben halt sehr viel leichter, dass man halt aufs Gegenüber eingehen kann, weil an einem Projekt sind immer mehrere Projektbeteiligte und jeder hat ein anderes Verständnis und jeder, für jeden ist das Seinige halt das Wichtigste. Das Praktikumssemester nutzen. Das ist eine Chance, dass man Kontakte knüpft und es ist eine Chance, dass man wirklich zeigen kann, man hat Praxiserfahrung und das kommt bei den Firmen wirklich gut an und man kann in verschiedenste Bereiche schnuppern und sich dann in weiterer Folge entscheiden, passt das für mich, passt das nicht. Hallo, mein Name ist Thomas Dittmar, ich bin Absolvent der FH Joanneum, BBW 10 und BMI 13, arbeite bei der Bora Bau GmbH und bin dort als Bauleiter im GU-Bau tätig. Spannend sind die täglich neuen Einsatzgebiete, die täglich neuen Probleme, von denen man gestellt wird und die Lösung derer natürlich. Ja, sind Sie wissbegierig? Sind Sie neugierig? Sind Sie engagiert? Fragen Sie und arbeiten Sie hart. Also mein Name ist Timur Uzunoglu. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Convex ZT GmbH. Das ist ein Ziviltechnikerbüro in Graz und bin seit 15 Jahren Lehrbeauftragter an der FH Joanneum, wo ich unter anderem Industriehochbau und Bauvertragswesen lehre. Spannend an meinem Job ist, dass ich viel reisen muss. Ich liebe es, in fremde Länder zu reisen und andere Dinge zu sehen. Und das gefällt mir unheimlich, dass ich das in meinem Job machen kann. Die Absolventinnen der FH Joanneum sind oftmals praktisch sehr gut ausgebildet und können dadurch im Berufsleben schneller in die Materie einsteigen. Mein Name ist Dietmar Kerbis. Ich arbeite bei der Firma Marti Tunnelbau, ursprünglich Headquarter in der Schweiz, aber wir haben hier in Österreich auch eine Firma. Beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Tunnelbau. Also mittlerweile bin ich Geschäftsführer von der Firma. Habe aber, wenn man zurückblickt, nach dem Studium also die ganzen Stationen durchgemacht, bis man eben dorthin kommt. Ich habe das Berufspraktikum damals schon im Tunnelbau gemacht. Ich wollte immer in den Tunnelbau und habe das damals in Kopenhagen, auch im Ausland. Ich habe auch damals die Diplomarbeit über das Thema geschrieben, nämlich über Tunnelbau. Probleme und Risiken von Tunnelbaustellen im In- und Ausland. Mein Name ist Hartwig Hohlweg. Mein Tätigkeitsbereich liegt im Generalunternehmerbau in der Niederlassung der Firma Bora in der Steiermark. Bin dort Prokurist. Es ist ein Job, wo man in der Früh oft nicht weiß, was die Themenbereiche des Tages sind, also flexibel reagieren, ist ganz, ganz wichtig. Und eines ist sicher, es wird nie fad werden in diesem Job. Das steht fest. Ja. Ich lehre deshalb ganz gerne, weil mir der Kontakt zu den jungen Menschen in unserer Branche sehr wichtig ist. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ein anderer ist es, dass auch ich mich weiterentwickeln darf. Mein Name ist Thomas Lorenz, ich bin Bauingenieur, bin Geschäftsführer der Thomas Lorenz ZT GmbH und auch als Lehrender an der FH Joanneum tätig. Das Schöne und Interessante am Bauingenieurberuf ist, dass jedes Projekt anders ist, dass man etwas plant, baut, was Bestand hat, was öffentlich sichtbar ist. Die
große Stärke ist der Praxisbezug, dass die schon in ihrem Studium ein Semester lang Praxisausbildung haben und damit schon viel schneller einsetzbar sind als Absolventen anderer Ausbildungseinrichtungen.